hier kommen schon die Interessenten. Der Fahrzeugverkauf kann also losgehen. Hallo. Ihr seid die Interessenten für die Fahrzeuge, ja? Ja, genau. Sehr schön. Ja, also herzlich willkommen. Das ist der Sean. Der ist mein Verkaufsberater. Lehrling heute. Und das sind die Autos. Das ist der Twingo und das ist der Wohnwagen. Könnt ihr euch gerne ansehen. Und ich hoffe, wir kommen klar. Der Wohnwagen und auch Lydias Twingo sollen ordentlich Geld in die Kasse spülen. Doch die Interessenten sind kritisch und nehmen alles unter die Lupe. Ist die Leuchte hier? Gib mal ein bisschen Gas. Wir sind zu schwach resistent. Ich kann dir nicht sagen, warum die an ist, die Lampe. Eine schwierige Ausgangslage. Jetzt geht er noch die Motorkontrollleuchte an. Ja gut. Die Interessenten von heute haben direkt Messgeräte dabei. Dann wird der Motor direkt ausgelesen. Und, ist alles in Ordnung? Mhm. Nein? Mhm. Was zeigt er denn Luftmassenmesser, an? Bekanntes Problem. Luftmassenmesser? Mhm. Ah, okay. Na gut. Otto hatte bereits auf die Probleme am Auto vom Vortag hingewiesen. Doch das dürfte den Preis noch negativer beeinflussen. Lydia hätte gerne 1.000 Euro. Also die Wunschvorstellung von der Lydia, die ist schon echt krass. Wer möchte den haben von euch? Ich. Du willst den haben, du auch? Auch. Du auch? Dann komm einmal nach vorne. Das ist super. Wenn sich drei streiten, dann freut sich der vierte, fünfte. Wir wollen wir nicht. Wir wollen nur kaufen. Wir wollen nur kaufen. Dann hau mal ein Angebot raus. Ja. Ich sag schon mal 200 Euro. 200 Euro. Uah. Was für ein niedriger Einstieg. Sag mal was. 400. 500. 500. 600. 600. 700. 700. 800. 800. Ich muss weg. Nein. Hör mal, volle Hütte hier. Leder und Glasschiebedach. Du bist draußen? Bei 800 bin ich draußen. 800 bist du draußen. Sag was. Ich bleib bei 700. Die Verhandlungen werden zäh. Währenddessen fahnden Mauro und Schükrü weiter nach Schätzen im Lager. Ja, was können wir da noch mitnehmen? Also ich hätte vorgeschlagen, die kleine Kommode, die könnte man noch mitnehmen als Gegensatz, dass nicht nur große Teile da sind. Cool. Die könnte man, sag ich mal so. Können wir auch was mitnehmen, was ein bisschen abwechslungsreicher ist? Also, kann man auch. Ne, wenn nur Schränke, Kommoden angeboten, wird vielleicht langweilig. Man kann auch andere Sachen mitnehmen. Was zum Beispiel? Das ist zum da Beispiel die Blumensäule zum Beispiel Blumensäule. Aus Eisen. Die ist recht einfach, aber doch schön. Also ich finde die ja auch toll, diesen Seemann. Die, und hier, die könnt ihr auch mitnehmen. Ja, als Pärchen, super. Ja. Genau, dann wo können wir dann bei dieser Figur hier starten, preislich? Also meine Idee wäre 500. Wie viel? 500. Wieder viel zu viel. Oh. Das richtig gehört. Aber der kauft dir doch keiner. Das ist doch viel zu hoch. Wir sind keine 20 Meter gegangen und der Herbert, der hat, glaube ich, alles wieder vergessen, weil ich habe mir gerade die Geschichte erzählt, wie eine Auktion funktioniert. Und der hat jetzt schon wieder Bedenken bei diesen zwei Galionsfiguren, dass die unter Wert weggehen. Aber so ist es nicht. Wir fangen unten an, damit mehr Leute kommen und dann geht der Preis nach oben. Was würdet ihr denn vorschlagen? Also ich würde, das Limit ist 500. Weißt du was? Ich würde damit 100 Euro ansetzen. Ja, oder 200, irgendwie sowas, damit die Leute auch ja bieten. Bei 500, wo soll denn der Preis hingehen? Also tun wir uns doch auf 200 einigen. Das ist gut. Letztendlich müssen wir ja irgendwie einen Schlussstrich ziehen und einen Cut machen und sagen, ja okay, wir fangen dann mit dieser Summe, die Schülgrü so angedacht hat, an und dann werden wir sehen, was rauskommt. Das ist die richtige Einstellung, denn die Profis wissen genau, was sie verlangen können. Das gilt auch für Otto und beim Autoverkauf ist noch Luft nach oben. Wir wollen eigentlich 1.500 haben. 1.500? Ja. Ist ein bisschen viel. Ich kann dir entgegenkommen, weil du ja noch ein paar Sachen machen musst. Ne? Viel Sachen. Sean. Die Nebenscheinwerfer ist kaputt. Der Sean, weißt du, wovon er träumt? Der möchte so gerne mit Oma und Opa in den Urlaub fahren. Siehst du? Und dann kannst du jetzt nicht herkommen und 850 Euro, wovon soll der denn in den Urlaub fahren? Gastronom Khalid will den Twingo als Pizzataxi nutzen. Sean übernimmt jetzt die Verhandlungen. Also, so 1.200 vielleicht? Nee. Streck mal die Hand raus, mach mal 1.200, komm. Das ist ein super Preis, das ist ein schönes Auto. Komm, ich gebe 1.000 Euro, nur weil du es bist. Ah. Fertig, ne, wirklich.
Nur weil ich die Oma kenne. Okay, komm. Alles klar. Okay? Ja. Okay. Alles klar. Der Wagen mit Macken wechselt für einen sehr guten Preis den Besitzer. Glückwunsch. Warte, okay. Das sind jetzt 1.000 Euro. Und das kauft ihr ein Eis. Sehr geil. Danke dir. Wir haben die 1.000 Euro bekommen für den Wagen. Das ist echt geil. Und der Sean hat noch 20 Euro für ein Eis bekommen. Das ist doch mega. Wenn das jetzt beim Wohnwagen so weitergeht, dann wäre ich super zufrieden. Der Sean macht das echt klasse und das wäre ein Träumchen. Wie sieht es denn hier mit dem Wohnwagen aus? Wer hat da Interesse dran? Schweigen im Walde. Keiner? Einmal. Nur einer? Ja. Zwei. Dann kommt doch mal mit. Wir gehen mal hier rüber. Habt ihr denn noch Fragen? Die Anzahl der Vorbesitzer. Pass auf, ich gehe mal nach dem Brief gucken. Soll ich denn in deine Tasche so lange reinlegen? Okay. Jeder weitere Vorbesitzer mindert den Wert deutlich. Aber das Modell ist sehr gefragt. Das könnte den Preis nach oben treiben. Sean, was hast du denn vorgestellt für den Wohnwagen von Opa und Oma? Also geldmäßig? Ja, wie viel Euro hättest du gerne dafür? Er hat ja schon ein paar Beulen. Da kannst du uns bestimmt ein gutes Angebot machen. Schon so 10.000? 10.000 Euro. Das ist sehr teuer. Da stehen welche. Was ist jetzt hier los? Wir sind gerade beim Geld. Habt ihr schon Zahlen besprochen? Ja, ich hatte gesagt 10 oder 9.000. Okay. Zeig mal den Brief. Guckt euch den Brief an. Genau. Zwei Vorbesitzer oder einer? Nee, drei. Das ist dritte Hand. Ja. Dritte Hand. Gab schon zwei Vorbesitzer. Genau. Okay. Ich gebe dir den gerade mal wieder. Ja, alles klar. Ja gut, 9.000 sind ja schon gefallen. Wer schlägt zu? Hat halt viele Macken, ne? Gut, ist ja kein neuer, ne? Ist ringsherum verdallert, überall Beulen dran. Jetzt red den Wagen mal nicht so schlecht. Ich rede nicht schlecht. Was wäre denn euer Preis? Also ich würde jetzt mal sagen 4.000. Noch nicht mal die Hälfte. 4.200 wäre ich auch in dem Bereich bereit zu bezahlen. 4.800 hätte ich gesagt, schlage ich zu heute. 5.000 glatt. 5.000. Er war, glaube ich, also raus. Er ist raus. Okay. Ich habe gesagt, 5-1. Okay, damit könnte ich leben. 5-1 würdest du machen. Ja, steigert den jetzt gerade selber. Ne? Ich wollte den gar nicht versteigern. So kommt mir das vor, ja. Okay, wenn du raus bist, dann sage ich dir schon mal tschüss und danke fürs Vorbeischauen. Ja? Ciao. Tschüss. So, ihr beiden. Ich kriege das aber nicht hin mit den 5.100 Euro. Noch sind zwei Interessenten im Rennen. Da dürfte preislich also noch was drin sein. Also ich würde tatsächlich für den Sean und seinen Opa dann mit 6.000 Euro in die Endverhandlung gehen. 6.000, okay. Da der Junge sehr sympathisch ist, dann sage ich 6.500. Und trotzdem darfst du den behalten für den Urlaub. Und nach dem Urlaub würde ich den dann übernehmen. Ah. Okay. Jetzt geht's ins Eingemachte hier. Okay, Sean, dann mache ich 7.000, aber sofort mitnehmen. Schwierig, gell? 7,3 und trotzdem Urlaub machen, wenn du das möchtest. Ist das okay? Was meinst du? Ich denke schon, oder? Ich denke auch, ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir ja noch ein anderes Angebot. Also bei 7.300 Euro sind wir definitiv raus, dann lasse ich dem Kollegen den Vortritt, weil wir müssten wirklich massiv investieren und reparieren und das würde sich für uns nicht mehr rechnen, da steigen wir aus. Also 7,3 dein Angebot und du gehst nicht höher? Wir sind raus. Dann sage ich schon mal tschüss. Ich habe zu danken. Und danke fürs Vorbeischauen. Ciao. Tschüss. Sehr nett. Tschüss. Tschüss. Gut, Sean, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal mit dem Opa sprechen, ne? Mhm. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Wohnwagenhändler José da Silva muss sich noch einen Moment gedulden. Denn das letzte Wort hat natürlich der Besitzer. Herbert! Ja? Pass auf, wir haben jetzt einen Interessenten, der hat 7,3 geboten. Die anderen waren alle schon bei 5.000 raus. Mhm. 6.000. Guck mal, dein Wunsch war ja 6.500 bis 8.000. Das, ne? Wenigste. Das Wenigste, ja, genau. Und da sind wir jetzt bei 7,3, sind wir schon eigentlich unter dem... Also ich hätte gesagt, machen wir 7,5 und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Du gehst jetzt raus und dann streckst du dem die Hand raus und sagst, pass mal auf, 7,5 und dann sind wir im Geschäft und kein Cent weniger. Okay? Mhm. Kriegst du das hin? Ja. Dann los. Der 11-jährige Sean wird heute noch zum richtigen Verkaufsprofi und will für seine Familie natürlich das Beste rausholen. So, ja, wir mussten das mit dem Opa noch mal abklären, weil sein Mindestpreis war ein bisschen höher. Okay. Macht's. Und? Also. Was machen? 7,5, dann sind wir im Geschäft, das geht dann nicht weg. Ich habe dir
7,3 geboten, weil du mir sympathisch bist. Denn normalerweise wäre bei 7 Ende der Veranstaltung. Und wenn wir 7,3 zahlen, ist leider nicht. Seien wir nicht böse. Okay, jetzt haben wir ein Problem, ne? Komm, mit die 200 kannst du noch draufpacken. Ich habe schon 300 Euro. Weißt du, wie viel Herzblut da drin steckt? Ja, deswegen habe ich auch 300 Euro mehr geboten. Ja, also, aber die 200 Euro, die kriegst du noch. Ist wirklich Schluss. Tut mir leid. Pass auf, 7,5 und der Sean, der räumt noch die privaten Sachen alle raus. Ich mach keine 7,5, tut mir leid. Komm. Sean, tut mir leid, mach ich wirklich. Die kriegst du noch hin. Nein. Guck mal, das wäre ein, weißt du was, du bist doch ein Geschäftsmann, ne? Versuche ich zu sein, ja. Wo hast aber hier bin ich kein Geschäftsmann. Wo hast du denn Handeln gelernt? Handeln? Ja. Das liegt uns im Blut. Das liegt euch im Blut, ich denke, ne? Ja. So, guck mal, und ihm müssen wir das ein bisschen beibringen. Ja, deswegen habe ich ihm doch 7,3 geboten. Deshalb müsstest du ihm so ein kleines Erfolgserlebnis ja, hat er doch schon. Mitgeben. Bei 7 wäre eigentlich Schluss. Machen wir 7,450. Nein. Pass mal auf, schon. Ich gebe dir 7.350 Euro, aber dann ist wirklich das Ende. Meinst du, wird der Opa uns böse sein, wenn wir das machen? Hast du gut gemacht. 7,350. Genau. Hast du Geld dabei? Ich hol gerade im Auto. Hol das Geld und wir holen schon mal die ganzen Sachen alle raus, ne? Schlechtes Gewissen? Was? Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein. Eigentlich nicht, ne? Guck mal, bei so einer Summe sind 150 Euro jetzt echt nicht viel. 7,350, da können wir leben, glaube ich. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz. Aber ich finde, der Otto hat mir auch gute Hilfe gegeben. Also ja. Wir waren ein gutes Team und du hast das echt mega gemacht. Das erste Mal direkt. Wie alt bist du jetzt? 11. 11? Mit 11 einen Wohnwagen verkauft für 7.350 Euro. Das musst du erst mal danach machen. Team Otto Sean kann happy sein. Und auch Opa Herbert wird das hübsche Sümmchen gerne annehmen. Auto verkauft. Wohnwagen verkauft. Super. Geil. Super. Nicht verraten für wie viel. Der Sean hat das richtig toll gemacht. Du hast das gemacht? Toll. Toll. Hey. Super. Klasse toll. Gemacht. Ja, ich muss sagen, es läuft sehr gut. Also Sean ist total der Verkäufer geworden. Kann gut verhandeln. Also ich hätte es gar nicht gedacht. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Als nächstes muss sich der Kleinlaster ordentlich füllen, damit auf der großen Auktion genügend Gegenstände unter den Hammer kommen. Dabei gilt, je unterschiedlicher die Exponate, desto höher die Verkaufschancen. Denn dann ist für jeden etwas dabei. Hier ist er. Hätte ich nicht gedacht, dass er uns den Schlüssel gibt. Ich hätte ihn gedacht, also, er vertraut uns nicht. Schlüssel finde ich schon mal gigantisch, aber was mich total baff gemacht hat, sein Wunschpreis ist gar nicht so unrealistisch. Nee. Nee, ich finde jetzt 2000 Euro jetzt auch nicht so viel. 1500 halt, ne? Ist ja eher niedrig. Okay. So, tun wir jetzt alle Geld zusammen? Oder hast du ein paar Händler bestellt? Ich habe Händler bestellt, ja. Die kommen gleich, ne? Ich hol die. Die stehen um die Ecke. Ja, ach, komm, die sind ne? Schon da. Genau. Lass die mal rein. Mauro hat seine Kontakte spielen lassen und für den Lagerverkauf gleich ein Dutzend Händler eingeladen. Hallo. Schön, euch zu sehen. Hey, cool. Ein paar bekannte cool. Gesichter sehe ich hier. Und schön. Hallo Uwe, wie geht's hallo euch? Jonathan. Schön, ja, euch zu hi. Sehen. Schön, dass ihr da seid. Mauro, kommst du dann einmal zu uns? Vielleicht müssen wir noch ein paar Sachen klären, bevor wir jetzt unsere Einkäufer hier losschicken. Hallo nochmal. Also es geht folgendermaßen. Dieser Weichholzschrank wird nicht verkauft, den behält die Familie, weil sie halt da Emotionen dran hat. Oder? Aber alles andere ist hier zu verkaufen. Genau. Ihr könnt euch auch gerne umgucken und ihr könnt auch gerne alles kaufen, wenn ihr wollt. Dann sind wir auch zufrieden. Okay, dann schaut euch mal um. Sollte einer der Händler tatsächlich alles wollen, wäre die Halle auf einen Schlag leer und zähe Preisverhandlungen für Einzelgegenstände nicht mehr nötig. Es geht uns gerade gut. Ja, also es läuft ja. Besser kann es nicht laufen. Bis jetzt läuft noch gar nichts, Mauro. Na, aber das Interesse ist da. Weißt du, wir haben ja auch schon Verkäufe erlebt. Ja, okay. Da kamen sie rein und alles Müll, lasst okay, uns in ja, Ruhe, ja, das stimmt, ruft uns bitte nicht mehr an. Ja, und hier sind die Leute interessiert. Keiner ist abgehauen, ja. Wobei die Gesichter der Herren nicht gerade Begeisterung ausdrücken. Was kostet das denn alles? Ja, wir machen das gleich. Mal, ob noch jemand Interesse hat. Wenn nicht, dann quatschen wir mit ihr mal. Ja. Super, könnt ihr alle mal nach vorne kommen? Wir haben hier schon den ersten Interessenten für alles. Wie sieht's mit dem Rest hier aus? Hat jemand auch Interesse? Alles zu kaufen. Nein. Niemand? Niemand. Niemand? Niemand.
Okay, dann würde ich sagen, ihr bleibt noch ein bisschen hier. Wir müssen mal kurz mit Uwe reden und danach merkt ihr an unserer Reaktion, ob wir uns nett von euch verabschieden oder sagen, okay, wir gehen jetzt von euch von Schrank zu Schrank oder Kommode zu Kommode. Großhändler Uwe Gerd und sein Sohn Jonathan haben jetzt die Chance auf den Zuschlag. Bei so einer Situation geht man mit dem Interessenten immer raus, um die Preise zu besprechen. Vielleicht ist das ein Preis, was ziemlich niedrig ist. Und wenn die anderen das mitbekommen, dass der Preis nicht so gut war, gehen sie mit ihren Preisen vielleicht etwas runter. Lieber separat alles erledigen und wenn es nicht klappt, kann man immer noch nett reingehen und die restlichen Sachen abverkaufen. Also wir würden sagen, wir haben uns ja vorhin abgesprochen. Darf ich es sagen? Wollt ihr es sagen? Sag, hau raus. 6 für alles. 6? Ja. Vierfach über Herberts Schmerzpreis. Jetzt bist du dran. Naja, Jonathan hatte so an 3. 3? 3. Oder? Ihr müsst noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ihr habt ja selber gesehen, dass da ein paar gute Sachen bei sind. Wie wär's denn mit 5,5? Was hat er gesagt? 3,5? Ich glaube 3,5. Also soll ich tatsächlich sagen, was wir haben wollten? Werd doch einfach mal Mensch. Einfach fair. Werd einfach mal 5. Mensch. Wirklich, tatsächlich 5. 5. 5 war das, was die Familie uns gesagt hat. 5. Ja. 5 hat er gesagt. 5. Was könnt ihr denn zaubern? 4. 4,5. Komm, machen wir. 4,5. 4,5? Also 4,4. 4,5. 4,4. 4,5. 4,5. Okay, 4,5. Wir wissen noch, wo du so klein warst, Jonathan. Sehr geil. Ja. Super. Ein absolutes Spitzenergebnis. Herberts Schmerzgrenze lag bei 1.500 Euro. Jetzt bekommt er dreimal so viel und die Lagerhalle ist leer und Vergangenheit.